Die Entwicklung dieser Blütenknospen hat mehrere Wochen benötigt. Nun öffnen sich die beiden Orchideenblüten schlagartig innerhalb von etwa 20 Minuten und verströmen einen intensiven Duft. Was steckt hinter diesen spektakulären Blüten, die so ganz anders aussehen, als was wir sonst gewohnt sind? Woher stammen diese Orchideen und wie werden sie bestäubt? Die Blüten gehören zur Gattung Stanopea, die mit etwa 60 Arten in Mittel- und Südamerika weit verbreitet ist. Ihr Areal erstreckt sich von Mexiko über Kolumbien bis ins Amazonasbecken. Es besitzt einen zusätzlichen Ableger in den brasilianischen Küstengebirgen. Zwei Regionen bilden besonders reiche Zentren: die trockenen Föhren- und Eichenwälder von Mexiko und die feuchten Bergwälder der kolumbianischen Anden. Diese Bergwälder gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Welt. Sie sind nicht nur reich bestückt mit Gehölzen, sondern tragen vor allem eine außerordentlich vielfältige Krautflora, die aber nicht auf dem Waldboden wächst wie bei uns, sondern an den Stämmen und Zweigen der Bäume. Unter diesen sogenannten Epiphyten spielen die Orchideen eine besonders wichtige Rolle. Stanopia-Orchideen sind nicht nur kräftige, sondern auch langlebige Epiphyten, die meist im unteren Stamm- und Kronenbereich dieser Wälder wachsen. Ihre Sprosse und Blätter sind dabei mehr oder weniger senkrecht nach oben gerichtet. Die hängenden Blütenstände hingegen nutzen den freien Raum unterhalb der Äste. Sie bohren sich aktiv durch die Moosschicht oder was immer die Pflanze umgibt und drehen die Blüten so, dass sie nach unten gerichtet sind. Das ist bei dieser blühenden Stanopia aus Kolumbien besonders gut zu sehen. Diese duftet offenbar unwiderstehlich, denn sie wird von einer ganzen Schar Prachtbienenmännchen umschwärmt. Diese Insekten versuchen an eine ganz bestimmte Stelle im Blütenzentrum zu gelangen, wo es offensichtlich etwas abzuholen gibt. Bei Stanopia ist das aber nicht Nektar, sondern Parfüm. Jedes Männchen will möglichst viel davon einsammeln, um für die Weibchen möglichst gut zu duften. Nebenbuhler werden daher kompromisslos aus der Blüte geworfen. Dieses Blütenzentrum besteht aus zwei ausgesprochen bizarren Organen, der Lippe links und der Säule rechts. An der Basis der Lippe befindet sich eine wannenartige Vertiefung. Das Parfüm, welches die Bienenmännchen einsammeln, wird an den Innenwänden dieser Wanne als dünner Flüssigkeitsfilm abgeschieden. Die Tiere landen mit ihren großen Sammelhöschen auf der glatten Fläche vor der Wanne und versuchen sich festzuhalten, so gut es geht. Da diese Fläche aber glitschig ist wie Glatteis, rutschen sie zuweilen ab, erst recht nach einem Gerangel mit einem Konkurrenten. Sie gleiten über diese Rutschbahn, stürzen über die Schanze nach unten, werden dabei auf beiden Seiten von den Leitplanken geleitet und geraten in einen präzisen Faltrichter, der genau auf ihre Größe abgestimmt ist. Dieser Absturzvorgang verläuft in Sekundenbruchteilen. Die Biene gleitet dabei nicht nur über die Lippe, sondern vor allem auch mit dem Rücken über die Säule. Das ist deshalb entscheidend, weil dort der Pollen bereit liegt. Beim Passieren des Engpasses bleibt der Pollen an der Kante des Rückens hängen und wird damit aus der Blüte herausgezogen. Der Pollen, dieses kleine, aber lebenswichtige Gebilde für die Pflanze, klebt hier an einer Bleistiftspitze. Er liegt nicht in Pulverform vor, sondern abgepackt in zwei Pakete, die in einem Stiel stehen und mit einer Klebscheibe versehen sind. Das Pollenpaket bleibt am Rücken der Biene haften und wird unbemerkt zur nächsten Blüte transportiert. Die Pflanze ist von diesen Pollenbriefträgern abhängig, die zum richtigen Zeitpunkt in die Blüte gelockt werden müssen. Wenn sich solche Blüten öffnen,
ist das sozusagen der Beginn einer kleinen Werbekampagne. Die Blüte macht mit Duft und Farbe auf sich aufmerksam, betreibt also Werbung in eigener Sache. Würde man diese Werbebotschaft vermenschlichen und als Zeitungsinserat formulieren, käme dabei etwa Folgendes heraus.